Um diese Stammfunktion zu berechnen, nehmen wir zuerst die euklidische Polynomdivision vor, 4x plus 1 geteilt durch 2x minus 3. Wir stellen uns hier die Frage, womit müssen wir 2x multiplizieren, um an 4x zu gelangen? Ja, natürlich mit 2, und diese 2 schreiben wir dahin. 2 mal 2x minus 3 macht 4x minus 6, wovon wir das Entgegengesetzte hier hinschreiben. Das Entgegengesetzte von 4x minus 6 ist minus 4x plus 6. Jetzt wird addiert, 4x plus minus 4x, das entfällt. Diese zwei Termen müssen immer entfallen, sonst haben wir da schlecht gearbeitet. Und dann bleibt noch 1 plus 6, das heißt 7. Diese Division bedeutet, dass 4x plus 1 geteilt durch 2x minus 3, also dieser Bruch, dasselbe ist wie 2 plus 7 geteilt durch 2x minus 3. Also dürfen wir diesen Bruch durch diese Summe ersetzen. Jetzt bleibt noch Stammfunktion einer Summe. Das entspricht natürlich der Summe der einzelnen Stammfunktionen. Stammfunktion von 2dx, das ist natürlich 2x. Und bei dieser Stammfunktion schreiben wir zuerst diese 7 in Form von 7 mal 1. So darf die 7 als multiplikative Konstante aus der Stammfunktion raus. Dann steht hier oben noch die 1. Wenn wir den Nenner ableiten, dann finden wir 2. Also bräuchten wir da oben die 2, um das Substitutionsverfahren einsetzen zu können. Dann machen wir eben oben 1 mal 2 mal ein halbes. Und dieser Faktor ein halbes fliegt als multiplikative Konstante aus dieser Stammfunktion raus. So bleibt noch diese Rechnung. Ein halbes ist rausgeflogen und die 2 bleibt drin. Wenn wir jetzt den unteren Teil ableiten, finden wir genau das, was oben steht, wofür wir ja gesorgt haben. Also dürfen wir hier das Substitutionsverfahren einsetzen. Der Funktionsteil, dessen Ableitung da oben erscheint, den nennen wir u. Wenn u dasselbe ist wie 2x minus 3, dann muss die Ableitung von diesem u gegenüber der Variablen x 2 sein. Diese Ableitung schreiben wir so. Jetzt dürfen wir dieses dx rechts rübersetzen, wo es multipliziert. Und so stellen wir fest, wenn u 2x minus 3 ist, dann muss du 2dx sein. Also können wir jetzt hier substituieren. Wir haben Stammfunktion von 1 mal 2. Diese 2 wird im Paket mit dx verpackt, denn das Paket 2dx, das ergibt du. Und so bleibt hier noch 2x minus 3 und das ist ja u. Also bleibt hier als Stammfunktion mit u ausgedrückt, Stammfunktion von 1 auf u du, was selbstverständlich ln vom Betrag von u ist. Und sobald man die Stammfunktion in u gefunden hat, ersetzt man das u durch das, was es ist, als Funktion von x. Also ersetzen wir hier noch dieses u durch 2x minus 3. Und die Übung ist beendet.